Ja, Freunde, seid gegrüßt. Mein Name heißt Jens. Ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs. Ich sitze gerade in meinem Auto, bin startklar, habe gerade noch ein bisschen Eis entfernt und heute startet der Tour, die unter sehr unglücklichen Voraussetzungen stattfindet. Und zwar will ich heute den E1 laufen von der Freusburger Mühle bis zur Lipper Höhe, oben in Burbach, der Siegerlandflughafen. Eine Tour, die wir seinerzeit abbrechen mussten, und zwar in Freusburg, damals mit dem Bernd. Ich verlinke euch das mal oben. Unglücklich deshalb, weil mich 2 Tage vorher richtig die Männergrippe erwischt hat. Ihr hört das wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich habe vorletzter Nacht noch mit Fieber darum lamentiert. Mir geht es noch nicht wirklich gut. Unglücklich deshalb auch, weil für heute Nacht bzw. morgen früh amtliche Sturmwarnung ist. So wie die letzten Tage auch schon hier in der Region. Also es stürmt die ganze Zeit schon. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie machen wir es heute? Absagen kann ich es nicht wirklich, weil wir haben was Besonderes heute gebucht, nämlich eine Hütte. Wir machen eine Hüttenübernachtung, und zwar nicht die üblichen Schutzhütten, die ihr von mir so kennt, sondern eine richtige Blockhütte. Die ist gemietet, die ist anbezahlt und die kann ich jetzt so kurzfristig gar nicht mehr stornieren, kostenfrei. Und das will ich mir auch nicht entgehen lassen, so eine amtliche Hüttengaudi, egal wie es mir heute geht. Und von daher müssen wir da heute durch. Ich fahre jetzt schon mal Richtung Startplatz und werde mir bis dahin überlegen, wie wir die Tour dann gestalten oder ob wir sie umändern oder abkürzen. Wahrscheinlich werden wir sie abkürzen, sodass wir wenigstens noch ein bisschen Spaß haben. Heute, da sollte das Wetter noch einigermaßen stabil sein, aber wie gesagt, morgen nicht mehr so. Und wie gesagt, mir geht es nicht wirklich gut, aber wir werden sehen, was daraus wird. Ich fahre jetzt mal los. Meine Mitstreiter sind heute einmal wieder der Bernd und hier neu dabei, der Dominik. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Der war in einer meiner allerersten Videos dabei. Dieses Video kann ich euch leider nicht verlinken, weil da war mit viel zu viel falsche Musik bei, das heißt Gamer-Fuschissel. Deswegen muss ich das löschen. Ich werde das mal irgendwann bei Zeiten nochmal rekonstruieren und dann umarbeiten und dann euch nochmal online stellen. So, jetzt fahre ich erstmal los und dann hole ich euch gleich wieder dazu und dann werdet ihr gewahr, wie es dann heute weitergeht. Bleibt gespannt. No, geh doch aus, dude. Sau, dude. Da ist ein Schild. Siegerland Höhenring, Druidensteig, Natursteig Sieg und wir sind auf dem E1 unterwegs. Freunde, wir sind auf dem Trip. Wir haben uns jetzt so entschlossen, dass wir heute den Originalweg laufen, so wie geplant von der Freusburger Mühle. Ihr habt gerade die Freusburger Mühle gesehen und die Freusburg. Ich werde es dann doch wagen und mir heute die Erkältung aus dem Leib schwitzen. Ich hoffe, ich halte durch im Sinne meiner Mitwanderer. Eigentlich war der Plan, heute auch abzukürzen, nur die Strecke wäre so extrem kurz gewesen, dass wir wahrscheinlich noch nicht mal warm geworden wären. Dann müssen wir es heute einfach mal riskieren. Und morgen werden wir aufgrund des Sturmes die Etappe so kürzen, dass wir in 3 Kilometern nach der Hütte, nach dem Hohensilbachskopf, dann am Parkplatz sind, weil das Risiko ist mir deutlich zu hoch. Da sind meine Mitwanderer, der Bernd, und heute zum ersten Mal dabei, auf der Kamera zumindest, der Dominik, der aber schon mal mit uns mit war bei einer anderen Tour. Und ja, ich habe natürlich auch eine Verantwortung meiner Mitwanderer gegenüber und deswegen sehe ich es nicht ein, bei einer Sturmwanderung durch den Wald zu marschieren, so wie das andere YouTuber machen und den Leuten da falsche Mantras setzen. Ich habe da Verantwortung für Mensch und Material sozusagen und meine Mitwanderer gehen zu Recht damit aus, davon aus, dass ich sie auch heil wieder nach Hause bringe und nicht unnötig in Gefahr bringe.
Also wenn ich die Videos sehe von den Arschgeigen, die bei Sturm Sabine draußen durch den Wald latschen, tut mir leid, Leute, lasst es einfach sein. Unverantwortlich. So, aber nicht lange schnacken, Kopf in Nacken. Also diese Richtung, ungefähr 10, 11 Kilometer. Hoffentlich easy für mich und für die anderen. Auf geht's, Jan. Auf geht's. Bernd hat mir mal gerade hier so einen Stuhl zurechtgenagt. Ja. Oh. Herr Doktor, so geht's echt sogar mit Rucksackauflagen. Guck mal hier. Ja, das ist Jens Naturstuhl. Stuhl zum Einstuhlen. Ja. Genau, zum Einstuhlen. Oh. Gut gemacht. So, gib her die Kamera, verdammt nochmal. Dankeschön. Ja, gut. Jo, Freunde, jetzt haben wir ein kleines Déjà-vu. Weil hier sind der Bernd und ich ziemlich genau letztes Jahr entlang gekommen über den Natursteig Sieg. Und zwar ist es hier die Hauptattraktion vom Druidensteig. Und zwar dieser Pilgerweg an diesen Stelen hoch zum Druidenstein. Das Doof ist natürlich nur, der Bernd und ich wissen, wie anstrengend diese Serpentinengeschichte ist. Wie immer so in christlichen Mythen und Glaubentum ist ja alles immer irgendwo mit Büßen verbunden. Und dieser Weg, da musst du ganz schön viel büßen und Buße tun. Oh. Und ich merke auch jetzt ganz gerade, wie die ganzen Bazillen aus meinem Körper panikartig aus den Poren weichen. Oh, ich sehe auch in der Kamera, dass ich eine knallrote Birne habe. Eieieiei. Das ist schon was. Aber es hilft ja nichts, ne? Da oben ist der Dominik, der ist schon vorgesprintet. Und gleich haben wir den Druidensteig erreicht. Druidenstein. Und dann werden wir dann auch schön mal unsere erste Rast machen, weil wir zeitlich gut im Futter liegen. Ja, so ein kleines Damoklesschwert haben wir. Wir haben eine Uhrzeit ausgemacht, wo uns dann der Hüttenpächter dann die Schlüssel übergibt. Und dieses Zeitfenster müssen wir erreichen, weil sonst hat er erst wieder abends um 8 Uhr Zeit. Also müssen wir uns die Strecke gut einteilen. Und es windet stark. Und was sagst du? Geht so, wa? Geht so. Ja, hier bauen sie gerade noch einen neuen Hochspannungsmast. Zwei Wege, ein Ziel. Letzten Februar den Natursteig Sieg über Alsdorf hier hingelaufen. Jetzt den E1 von Freusburger Mühle hier hingelaufen. Und vorhin habe ich noch so einen Aufreger gemacht, von wegen, wer sich in den Wald im Sturm begibt, der hat es nicht mehr alle. Und jetzt hat uns der Sturm aber doch schon früher ereilt als geplant. Es sollte eigentlich erst morgen stattfinden, aber wir haben jetzt schon Windböen um die 40 bis 60 km/h. Die hatte ich aber seinerzeit schon auf Pfingsten mit dem Timo. Sollte noch gut gehen. Aber es bläst schon gewaltig, darf halt nur jetzt nicht schlimmer werden. Und jetzt machen wir erstmal hier eine kleine Rast am Druidenstein. Den habe ich euch damals schon hinlänglich erklärt. Der ist uralt und war auch mal wesentlich höher. Der ist im Zuge des 30-jährigen Krieges gekürzt worden, damit die Feinde halt diese Erhöhung nicht sehen. Und ist über den Laufe der Zeit durch verschiedenste Religionen gebraucht worden. Und ist halt jetzt eine christliche Kultstätte. Deswegen auch die Stelen hier auf dem Weg hier hoch. Man soll sich ja büßen. Das haben wir auch gerade ordentlich getan. Es ging ganz schön auf die Pumpe, aber bisher muss ich sagen, geht es ganz gut. Nur bin ich wahrscheinlich gleich richtig heilfroh, wenn wir in der Hütte angekommen sind und haben es schön warm und können ein Bierchen schlabbern und was essen. Und jetzt sammeln wir noch den Atem ein und dann geht das wieder weiter hier auf dem E1. Freusburg Richtung Lipperhöhe. E1, wisst ihr ja, kommt von Norwegen bis unten Tessin, Italien. Einer der großen Wanderwege Europas, E1, E5, ihr kennt sie vielleicht aus Film, Funk und Fernsehen. Ja, letztes Jahr um die Jahreszeit hatten wir wohl ein bisschen mehr auf Rechtenwald. Und so ist das dann auch. Gerade kam uns eine Frau entgegen, die ganz obgerecht nach dem Weg gefragt hat.
Die ist dann einfach irgendwo ausgestiegen und wollte dann hier laufen und der Zug hat sie dann eine Haltestelle zu spät ausgeworfen. Und jetzt steht sie hier ohne Navigation, ohne alles. Der Sturm zieht auf und wollte noch bis nach Betzdorf, was wir dann eher aber ausgeredet haben, weil es noch zu weit ist. Denn wenn du jetzt ohne Navigation, ohne alles läufst, ohne Karte, und das passiert dann so wie hier, dass die Beschilderung umgeknickt ist, durch Sturm oder durch Bauarbeiter, Waldarbeiter weggemacht wurde, hast du natürlich ein wenig ein Problem. So, und wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Hackengas geben, weil ich weiß nicht, was hier noch kommen könnte. Das ist schon alles nicht so ganz ohne hier, ne? Jetzt rutscht das Ding da hin, dann muss ich lachen, Alter, ey. Ich muss doch mal andocken. Ich glaube, ich habe mir gerade die Zerrung geholt. Ey, das war, der Spagat war jetzt gerade nichts für mich. Ja, das hätte natürlich passieren können. Darauf habe ich gar nicht geguckt. Ey, Scheiße. Ja, da hätte ich am wenigsten gedreht. Ja, wir haben uns jetzt vor lauter Lava wieder schön verdattelt. Aber unser Weg läuft da unten her. Gott sei Dank habe ich es auf dem Navi gesehen. Wir haben jetzt keinen Umweg gelaufen. Kommen wir gleich wieder auf den E1, da unten ist er. Ja. Jetzt haben wir wenigstens mal noch so ein bisschen, ja, keinen geschotterten Weg, weil bisher war es natürlich nur Asphalt und Schotter. Jetzt kommen wir mal mehr so in die weltlichen Regionen hier. Ja, Wind ist immer noch da. Fissel tut's auch Aveng. Da ist der Dominik. Aveng. Aber bis jetzt noch kein Grund, hier großes Regenzeug rauszuholen. Zeitlich liegen wir auch noch ganz gut im Saft. So das, was eigentlich mehr als pünktlich gleich schaffen sollten zu unserer Herberge. Ja. Und da bin ich mal ganz schön gespannt jetzt gleich. Oh, taktische Pause, um Regenzeug anzulegen. Weil es ist dann immer so, zwar nur am Fisseln, aber nachher bist du dann, bevor das Regenzeug überhaupt anhast, dann doch schon nass. Also jetzt erstmal schön alles wasserdicht gemacht. Und siehe da, was passiert natürlich, wenn man das Regenzeug anhat, ne? Wer weiß es? Es hört auf zu regnen. Logisch, oder? An, aus, an, aus. So, Freunde, wir sind da am Hohen Silberskopf. Das ist die Hirschhütte und dahinter sehe ich unsere Finkhütte. Also, et voilà. Man weiß es. So, die Finkhütte. Einmal eintreten. Freunde, wir sind da an der Finkhütte. Schon sogar vorgeheizt. Wasser haben wir da, Küche haben wir da, Eckbank haben wir da, Licht haben wir da, da ist eine Gaslampe, hier ist ein Doppelbett. Und die sagen, Foto aber cool ist auch groß. Ja, ist natürlich alles toll fotografiert. Ne? So, und da werden wir es uns heute gemütlich machen. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich hören da hinten in der Ecke. Wir sind jetzt wieder hier in der Hütte. Wir waren gerade noch am Happen, Waffen, Essen und am Bienenschlappern drüben in der Wirtschaft. Der Herbergsvater, der war mittlerweile da und hat uns abgerechnet. Super netter Typ, der uns alles nochmal erklärt hat, wie hier die Lampe geht. Wie die Toilette beheizt. Wir haben eine beheizte Toilette. Wir haben Wasser hier. Wir hätten sogar einen Kühlschrank nutzen können, aber das ist jetzt hier bei, im Februar bei plus 3 Grad ein bisschen obsolet. Ja, jetzt werden wir noch schön bisschen was essen noch hier, weil wir haben uns das ja mehr oder weniger alles mitgebracht, auch wenn wir gerade noch ein
einen kleinen Gruß aus der Küche hatten und noch ein Bierchen schlabbern und hoffen, dass jetzt gleich der Ofen hier durchheizt und vielleicht noch ein Teechen machen und einen Kaffee. Bitte schön. Und den Abend schön hier auslegen lassen. In der Finkhütte heißt das, Finkhütte. Sehr zu empfehlen hier. Draußen stürmt es mittlerweile auch kräftig, es regnet auch kräftig. Fernsicht haben wir heute leider keine, aber da hinten kann man schon sehen, die ganze Silhouette von Neunkirchen und im weiteren Verlauf nach hinten die Kalteiche mit diesen Windkraftwerken, die da in der Ferne blinken. Ja, und wenn man gute Sicht hat, hat man Sicht bis auf den Kindelsberg. Da war ich letzte Woche wandern, allerdings ohne Kamera. Freunde, ab und zu muss ich auch mal ohne Kamera sein, ohne euch. Jo, und auf die ganze Geschichte würde ich jetzt erstmal gerne mit euch anstoßen. Oh, schön kalt sogar. Klack, klack. Klack, 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 klack. Prost, Prost. Auf einen erfolgreichen Tag. Ja, auf einen erfolgreichen Tag. Es waren dann heute dann fast doch schon 16 Kilometer. Also mehr, wie ich eigentlich ausgerechnet habe, aber so hundertprozentig trifft man das halt irgendwie nie. Und morgen werden wir die Geschichte, wie gesagt, abkürzen, weil heute Abend und morgen ist halt schwerer Sturm angesagt und da will ich das nicht riskieren, dass wir durch den Wald laufen. Muss dann auch nicht mehr sein, weil das Wetter ist dann wirklich auch nicht sonderlich schön. Es war ja die Jahreseingewöhnungstour. Erstmal wieder in den Rhythmus kommen, wieder ein bisschen Muskulatur aufbauen für solche Trekkingtouren, wieder das Gespür zu bekommen, auch für diese Touren. Und ich glaube, das mit der Hütte haben wir heute richtig ordentlich getroffen, denke ich mal. Auch für einen schmalen Taler, das sage ich euch nicht. Das muss man im Internet nicht machen, aber es war nicht wirklich teuer hier. Gerade wenn man hier zu dritt ist, kann man sich das toll teilen. Ja. Na, und darauf erstmal. Pringles! Pringles! Also wir haben heute Abend Sex, Drugs and Pringles! So, Freunde, jetzt kommt das Highlight hier von der ganzen Hütte, nämlich ein Klo. Warte mal, der Bernd will gerade einen abseilen. Ich muss mal hier Licht anmachen. Schön mit einem Gasofen. Ja, hier beheizt, warm, hier ist alles drin. Warm. Toilettenpapier, Frostschutz. Und wenn es mal ganz arig wird, dann muss man wohl ein Wasser nachkippen, hat uns der Helpex-Wirt hier gesagt. So, und dann wünsche ich jetzt mal dem Bernd Gutes verrichten. Und ja, denk dran, es wird gerade sehr privat. Wenn ja. Du meinst, ich muss dir eine Zeitung bringen, sag Bescheid. Ne? Ja, alles gut. Hier ist noch Putzmittel, ein Grill, Stühlchen. Und das härteste ist, Freunde, hier dieser 6 kW Ofen. Damit kann man eine ganze Halle beheizen. Also wir haben mittlerweile finnische Saunaverhältnisse hier drin. Also ich ziehe mich hier gleich mal aus und setze mich in der Unterhose hin. Da pimmelt und schillt der Dominik ab. Lieber nicht. Nicht. Landkreis lieber nicht. Ne? Ja, mir läuft mittlerweile die Nase wie ein Wasserhahn. Und gleich werden wir uns mal hier schön Ingwertee fertig machen. Für die Gesundheit. Unten für den Abend. Spielesammlung. Da machen wir hier Kartenspiel. Dann haben wir Schach. Dann haben wir hier so ein Kitspiel. Das ist wahrscheinlich mit diesen Würfeln. Mensch, ärgere dich nicht, können wir gleich mal spielen. Mensch, ärgere dich nicht, genau. Dame, Schach. Mensch, ärgere dich nicht, hier das. Ja, und natürlich Mikado, ne? War klar. War klar. Aber der Abend ist gerettet. Der Abend ist gerettet, kommt keine Langeweile auf. Tja, Leute, Brettspiele statt Fernsehen. Ja. Aber alles da, ne? Alles da. Hier ist wirklich alles vorbereitet, also sogar das Wasser war hier im Teekessel schon drin, da brauchte ich noch gar nicht mal was einzufüllen. Schon der Burner. So, schön also warm hier. Müssen wir nochmal, glaube ich, auf die Tür aufmachen, weil hier ist schon irgendwie gefühlte 40 Grad in der Butze drin. Der Dominik, der ist schon total paralysiert, der sagt schon gar nichts mehr. Ja. Der ist schon fick. Ihr seid doch sowieso noch am Film. Fick und fertig da, hier fällt schon das Bier um. Das Bier ist auch schon alle. Ja, Bier ist alle, Abend ist gelaufen. Ja, der ist vorbei. Jetzt müssen wir schon Kaffee trinken. Ja, wir können uns jetzt ständig besaufen, geht ja noch auch nicht. So, kleines Ambiente hier, einmal Napo, einmal Pringles, einmal Astra Rakete, fruchtiges Mischobst.
Felddienst. Fleischwurst-Mitwurst. Fleischwurst-Mitwurst vom Hähnchen. Oder auch ein Carlsberg Elephant. Da wollen wir mal so einen Blompenzieher ziehen, ne? Nein, die sind nicht mehr so schlimm wie früher. Nicht mehr? Das ist Napo Soft. Napo Soft? Steht hier. Ja. Okay, also keine Blompen rausgefallen bei euch? Blompen. Haben wir wegen den Kindern, haben wir die richtigen Napos nicht genommen, weil haben noch welche Kinder Milchzähne und dann ist es scheiße, wenn du die jetzt schon sind vorher die, rausziehst. Dann schon im Napo drin, genau. Ja, genau. Deswegen haben wir die Napo Soft immer. Ja, Freunde, ihr seht mich kaum. Also aber auch gut so, weil ich gerade auf der Toilette sitze. Mein letztes Geschäft noch vorm ins Bett gehen tätige. Ja, wir haben jetzt 10:30. Ja, wir werden gleich ins Bett gehen. War ein toller Abend. Wie gesagt, meine Grippe, die Männergrippe, es ist ja keine Grippe, es ist ja eine Erkältung, die rafft mich jetzt gerade dahin. Ich bin am Glühen bis dort hinaus. Ich glaube, die 15 Kilometer waren der Sache heute auch nicht so wirklich zuträglich, aber ich musste da jetzt durch, wie gesagt, wegen bezahlt und gebucht. Das ganze Ding hätten wir sonst voll bezahlen müssen, ohne hier hinzukommen. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Morgen werden wir, wie gesagt, abkürzen. Na, ich muss nochmal Licht machen. Na, Moment. So, Bewegung. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen früh. Macht's gut. Guten Morgen, Freunde. Wir sind aufgewacht. Wir haben etwas nach 7 Uhr. Die Nacht war ruhig. Trotzdem, dass es draußen stürmisch war, haben wir alle eigentlich gut geschlafen. Ich nicht so, aber das lag an meiner Erkältung. Der eine oder andere hat geschnarcht, der eine oder andere hat gepupst. Jetzt hauen wir uns erstmal ein paar Kaffees rein. Wir haben schon soweit die Bettwäsche soweit abgezogen. Und dann werden wir uns gleich Startplan machen, die Bude nochmal hier aufräumen. Das gehört dazu. Und dann müssen wir ungefähr noch 3,5 Kilometer runter zum Parkplatz laufen und wir haben heute akute Sturmwarnung mit schweren Sturmböen und da müssen wir uns gleich mal überraschen lassen, was da kommt. Also gleich erstmal voll Schutzkondom anziehen, also Regenzeug von oben bis unten und hoffen, dass uns da nichts auf den Kopf fällt. Und jetzt werden wir erstmal wach werden. Oh. Guckt euch mal da draußen alles an. Ich nehme euch mal mit. War so wild romantisch, wo dann gestern die Bäume so vor den Fenstern hin und her geweht sind, da durch den Sturm. Jetzt im Moment ist es mal gerade noch ruhig, aber gleich geht das wieder los. Da hinten hatte man gestern noch eine tolle Fernsicht, aber die ist jetzt auch passé. Ja, da hinten seht ihr die Gaststätte. Da ist noch eine Hütte, die ist noch belegt seit Freitag. Und ja, absolutes besonderes Highlight ist natürlich hier die Toilette. Wenn du da auf die warme Toilette gehst, ist schon der Burner hier. Mein Frühstück besteht aus hier fruchtigem Mischobst vom Dominik und Kraftfutter von Dr. Oetker und ein 3-in-1. Da geht der Tag gleich gut los. Da ist der Tag dein Freund, nicht dein Feind. Kraftfutter. Jo, Leute, wir sind auf dem Weg nach Hause. Jetzt müssen wir sehen, dass wir schnell aus dem Wald rauskommen, denn es blüstert ganz schön. Jetzt haben wir gerade mal eine Phase, wo es trocken ist, aber das wird nicht lang anhalten. Den Weg nach Hause kenne ich jetzt nicht so hundertprozentig. Wie gesagt, wir müssen abkürzen und laufen nicht mit den E1 weiter, weil das wären jetzt noch mal 7 Kilometer und das ist mir jetzt zu haarig bei dem Wetter. Und ja, schauen wir mal, ob wir den Weg jetzt unfallfrei wiederfinden. So, Freunde, unsere Reise ist zu Ende. Jetzt geht es richtig los. Das ist unsere Tour. Wir sind am Parkplatz. Wir beenden jetzt hier die Tour, bevor heute noch Schlimmeres kommt, weil man muss es nicht überreizen. Wie gesagt, habe ich Freunde gestern schon mal total schon gesagt, ich finde das unmöglich, wenn die Leute bewusst bei Sturm in die Wälder gehen und Videos drehen, muss nicht sein. Ist und bleibt lebensgefährlich. Punkt. Und das muss man nicht zeigen. So, ich fand es extrem schön heute. Ich fand es extrem toll. War und meine Mitstreiter wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Sack gegangen mit dem Stand.
ständigen Röcheln, Husten, Pupsen. Und wir haben schön gegessen gestern noch, ein Bierchen getrunken. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute mal der Dominik mit dabei war. Und ich freue mich auch, dass der Bernd mich wieder begleitet hat. Na sicher. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass ihr wieder mit dabei wart und ich auch damit bei war. Und ich wünsche euch noch eine charmante Woche, wo immer ihr mir zugesehen habt. Jetzt laufen die schon weg. Bis dahin auf meinem Kanal, woll. Tschüss. Ciao.